Und weiter geht es mit einer knackigen Folge von Nightingale. Ich habe schon mal ein bisschen Material für uns gesammelt, damit wir versorgt sind und wir können dann schön an unserem kleinen Lager weiterbauen. Ich bin sogar schon überfüllt, aber hey, wir werden gleich eh wieder alles los. Ach, da ist er ja schon wieder. Aber wir haben doch gar nicht fertig aufgerüstet. Schon wieder nervst du? And yet how little you possess. Is it an ascetic purity that keeps thee bound to such homely presentation? No, it seems more apt that thou merely remain blind to all that could be thine. Across these wilds, your kind have proliferated with haste, industrious and more than schön, dass ihr dazwischen redet. Essenzhalter sind die meisten Welten zu finden und bieten Entwürfe, Ressourcen und Verbrauchsgegenstände im Tausch gegen Essenz. Interessant. Darf ich mal Ruhe lesen? Was kann ich bei Essenzhändlern kaufen? Welt. Aha. Okay. Also Blaupause sozusagen, ne? Gegenstände kann man auch kaufen. Interessant. Gut, in dieser Wildnis verbreiten sich meine Sippe. Unhöflich. So, also. Ja, genau. Verzieh dich. Ich wollte mal ganz kurz Audio. Das kann ruhig ein bisschen lauter sein, oder? Also. Ja, ich wollte es benutzen. Chitinfell, klar, können wir nicht. Chitinfell. Leder, Riemen. Brauchen auch Fell. Tierfaser, hä? Fleisch machen. Gut, machen wir mal. Kann ja nicht schaden. So, dann sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen Fleisch braten. Was ist das für ein Geräusch? Ach so, meine Gerberei. Wollte schon sagen. Ich dachte, irgendein Vieh ist jetzt hier oder so. Steinmurmel. Ne, ich glaube, das ist jetzt nichts unbedingt, was ich brauche, oder? Nee. Ich brauche Riemen. Hä? Was war das? Hallo? Riemen. Ich brauche Fell. Habe ich die schon Fell? Warte mal. Habe ich Fell hier drin? Ja, zum Glück. Jetzt hauen wir mal kurz hier rein. Irgendwie mal Angst, dass ich jetzt gleich angegriffen werde. Riemen. Machen wir mal alle vier. Sollten wir uns vielleicht eine kleine Hütte erstmal so bauen? Weil ich werde nass. Lager. Nein. Hauptsache, wir haben erstmal irgendetwas. Ich meine, wir können es ja irgendwann so oder so abbauen, ne? Sache, wir sind hier erstmal ein bisschen safe. Willst du auch ein Bett brauchen? So. Wunderbar. Gut. Sollen wir hier nochmal Fleisch braten? Ich würde sagen, ja. Hauen wir einfach alles rein. Achso. Ne, warte mal. So, und... Ah. Zelt zu nah dran. Ach, nass. Oh, ich hätte es drüber bauen sollen. Ja, super. Super. Nice. Wie viel brauche ich denn? Wie viel Riemen? Zwei und Holzbündel. Warte mal, Holz habe ich doch. Ach so, hier drin. Holz, Holz, Holz. So. Eine Schleuder könnten wir machen. Ja, aber Schleuder oder soll es eine Armbrust sein?
Hier brauchen wir nochmal Steinblöcke. Ja, warte mal. Steinblock. Warte mal, einfache Holzaxt. Was haben wir hier drin? Ach, primitiv, provisorisch, okay. Dann sollten wir das alles einmal herstellen, ne? Warte mal, können wir nicht automatisch? Ja, sehr gut. Alles klar, es läuft doch. Sollten wir uns vielleicht mal ausruhen? Kurze Ruhezeit. Ja, super, und es wird auch noch schlimmer. Ja. Nice. Wie sieht's hier aus? Hier dauert es auch noch ein bisschen. Können wir das nicht irgendwie stacken? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Man kann irgendwie nicht aufteilen und so. Oder ich habe es irgendwie vercheckt. Das kann natürlich auch sein. So. Vielleicht soll ich erstmal alles, was wir an Fell haben, zu Riemen machen, oder? Obwohl Leder. Wir machen erstmal komplett nur Riemen. Das leuchtet da hinten so rot. Seht ihr das da hinten? Da. Ich glaube, da sollte ich erstmal Abstand zu nehmen, ne? Jetzt müssen wir halt erstmal warten. Wir könnten eine Hütte schon mal anfangen. Holzhütte. Oder machen wir direkt eine Steinhütte? Wie Steine habe ich denn überhaupt? Wir können das Fundament erstmal aus Stein machen. So, Höhe anpassen. Höhe anpassen. Irgendwie. Oh, es hagelt. Ja, warte mal. Ja, läuft. Höhe anpassen. Eigentlich ist es irgendwie Mausrad. Drehen und. Keine Ahnung. Ich halte auch gedrückt. Nee. Hä? Wie soll das denn gehen mit der Höhe? Ich bin irgendwie verwirrt. Ich kann nur drehen. Naja. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie hier klarkommen. Ich weiß auch nicht. Eine Sichel. Was haben wir hier? Bergmannspicke. Ein Jagdmesser. Warte mal, wir gehen erstmal drunter. Was habe ich denn für ein Messer hier? Warte mal, wir sollten erstmal austauschen. Also das ist schon Stufe 20 und das ist 6. Ausrüsten. Können wir es so tauschen? Okay. Dann ablegen und hier rein. Dann können wir das Zeugs doch wenigstens extrahieren. Wie viel kriege ich denn? Oh, gibt trotzdem was, ne? Schön. Dann haben wir schon mal bessere Picke, bessere Dingens. Und das ist ein provisorisches Messer. Machen wir mal das nächste. Das Jagdmesser. Hier habe ich noch ein bisschen mehr Fell raus und sowas, ne? Ah, blöd, dass es regnet. Warte mal, kurze Zeit ausruhen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Können wir noch irgendwas anderes machen, außer ausruhen, anwesend, bam, 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 Lager. Haben wir schon gemacht. Den Kram haben wir. Überleben haben wir auch. Ja, wir können uns eine Hütte bauen. Aber irgendwie. Was
Warte mal, ich versuche einfach mal hier. Ja, machen wir einfach so, was soll's. Für die erste Hütte sollte so reichen, oder? Oh. Was? Wie viele Blöcke? Achso, es zählt direkt zusammen. Aha. Hä? Bin durchgelaufen, auf einmal basta. Na gut, ich glaube, das muss man nicht verstehen. So, Messer. Jetzt habe ich meine ganzen Steine verbraucht. Ja. Bei Regen jetzt unterwegs sein. Wir haben keine andere Wahl, ne? Gehen wir nochmal zum Beach. Wir haben jetzt auch schon eine neue Picke. Das heißt, wir können jetzt auch... Also wir können es A, erstmal besser verteidigen. Und B, besser hacken. Jetzt können wir auch die ganzen anderen Erz und so hier abhacken, ne? Achso, der 2. Achso, ich habe was Falsches geholt. Das ist zum Kämpfen, oder? Ach, Kletterpickel. Oh. Und ich habe eine normale Picke kaputt gemacht. Ja. Wo sind denn die primitiven Dinger? Hier. Hier. Ja, das habe ich halt gut hinbekommen. Jetzt muss ich noch Steine sammeln. Ich bin so ein Vollprofi. Ich bin ein richtiger Profi. Nein, falsches Inventar. Auch falsch. So. Es ist ein bisschen blöd gelaufen, ne? Aber mit dem Messer. Das scheint richtig zu sein. So, dann einmal weg damit. Ja. Müssen wir erstmal ein bisschen Stein sammeln. Gehört zum Spiel dazu, Leute, ne? Es hat so ein Survival-Game an sich. Aber ich hätte ganz gerne schon mal die Erz und so mitgenommen, aber gut. Wir wollten ja eigentlich eh nur wegen Steinchen hier hin. Dann sammeln wir erstmal Steine. Passt schon. Und das Wetter hat sich wenigstens wieder ein bisschen beruhigt. Ich bin nur gespannt, wann wir zum ersten Mal angegriffen werden. Ich denke, die ersten Nächte sollten wir, glaube ich, ohne Probleme überleben. Wir können erstmal hier aufschlagen. So, komm, die beiden Felsen machen wir noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück. Hör damit. Dann sollten wir schnell so einen Händler aufsuchen, ne? Hä? Achso, da. Und ich bin voll, ja super. Kann ich irgendwas hier rauswerfen? Das Ding ist... Extrahieren. Obwohl doch, wir könnten... Extrahieren und dann machen wir 5. Und dann können wir auch wieder laufen. Ab nach Hause. Ganz schnell nach Hause. Vielleicht ein paar Stöckchen brauche ich auch noch. Na super, jetzt bin ich wieder. Egal, wir sind ja fast da. Ich glaube, wir können auch wieder das Feuer anschmeißen. Und dann machen wir es diesmal die richtige Picke. Jetzt habe ich Kletterdinger, aber gut. Was soll's. Eine Sichel brauchen wir auch noch. So. Fleisch. Und einmal hier. Tierfaser. Alles klar. Und hier können wir jetzt doch endlich hier reinwerfen, den Kram hier, ne? Sehr gut. Dann können wir schon mal mit der Base weitermachen. Eine Treppe, ja.
So. Aha, okay. Ich wollte schon sagen. Machen wir das Äußere erstmal aus Holz oder direkt aus Stein? Weiß nicht. Eigentlich Stein ist jetzt auch nicht so teuer, ne? Machen wir direkt aus Stein. Komm. Sieht auf jeden Fall besser aus. Ein rundes Fenster. Irgendwie seltsam, aber gut. So. Und der Rest wird dann einmal rangeklatscht. Unsere erste kleine Hütte, aber ich verbrauche mein Material jetzt noch nicht sofort, weil wir noch Zeugs herstellen müssen. Also, wir haben die Picke, wir haben das Messer, Murmeln, Sichel. Die ist auch fertig. Die sieht mit dem Fleisch aus. Wir können ja kurz nochmal was essen. Nochmal so ein Dürrem. Können die eigentlich schlecht werden, die Dinger? Ist hier irgendwie eine Haltbarkeit? Sieht nicht so aus, ne? Okay, ah, wir sehen gut aus. Ihr seht gut aus, Leute. Gut, also. Dann machen wir noch die Schleuder. Dann können wir auch gleich direkt die Murmeln machen. Machen wir mal zwei. Gut, dann können wir den Rest benutzen. Naja. Das hat ja nicht lang gehalten. Also, wir sollten einmal ganz kurz. Zack. Dann einmal. Zack. Die Dinger kommen nach hinten. Dann kommt die hier hin. Obwohl, nein, wir machen das anders. Können wir die hier hinhauen? Nee, ne? Wir brauchen auf jeden Fall eine Waffe. Okay, Kletterpicke-Dinger brauchen wir wahrscheinlich nicht, ne? Müssen wir die ausrüsten? Die Sichel? Ich weiß nicht. Okay. Die schon fertig? Alles klar. Gut, dann sind wir schon mal ein bisschen gewappnet. Wir sollten noch mal kurz Steine sammeln gehen. Damit wir gleich mal die Hütte fertig bauen können, weil es wird langsam dunkel. Und ich wäre schon froh, wenn wir... Oder wir gehen erstmal zum Händler. Was ist er denn? Uns Mutter. Portal. Da hinten ist er. Wir sammeln trotzdem mal erstmal ganz kurz. Nicht viel, aber ein bisschen was. Quarz. Warum nicht? Kann man machen. Bringt uns jetzt direkt wahrscheinlich aber nichts, aber was wir haben, das haben wir. Was ist das hier? Eisen? Keine Ahnung. Zinn. Hauen wir erstmal das ganze Ding hier weg. Aber wir kriegen keine Steine raus, ne? So. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass sich irgendwo was bewegt. So. Dann nehmen wir auch ein paar Steine, damit wir gleich die Hütte fertig bauen können. Aber schade, dass ich mein Gewicht nicht irgendwo hier schon
vor irgendwo sehe, ne? Hier habe ich noch. Ja, ein bisschen können wir noch was tragen. Warte mal, was ist das? Was anderes? Ne, auch Zinn. Sah irgendwie ein bisschen anders aus. So, ein so ein Felsen noch. Und dann erstmal zurück. Und dann schauen wir, dass wir jetzt schnellstmöglich gleich zum Händler gehen, ne? Ganz wichtige Nummer. Es wird langsam dunkel, ne? Also eine Hütte wäre schon nicht schlecht. So. Hat aber auch noch nicht komplett gereicht, oder wie? Oh. In Stein und Holz, ne? Ich lege mal ganz kurz Kram ab. Also zack, zack. Dann die Erze, die brauche ich. Das kann man auch hier lassen. Tierfasern. Bin schon wieder voll. Warum können wir das nicht stapeln? Hä? Irgendwie seltsam. Naja. Gut. Händler. Ich will es doch markieren, warte mal. Keine Ahnung, anscheinend nicht. So, ich hoffe, wir überleben das. Wird schon gut gehen. Hoffe ich. Ich hoffe es, Leute. So ein paar Essen, so können wir natürlich gerne mitnehmen. Wunderbar. Oh, das ist schon ein ganz schönes Stück, ne? Das schlau hier, die Felsen hoch. Geht das? Oder muss ich dafür die Dinger rausholen? Warte mal. Aha, tatsächlich. Irgendwie. Bisschen komisch. Ist nicht so geil. Aber hey. Warte mal, was macht eigentlich mehr Schaden? Schon wieder die Picke. Dann laufe ich lieber mit der rum. Oh, ein Schwein. Oh, 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 oh. Wir brauchen ein bisschen Fell. Oh, noch ein Schwein, oder? Sehr schön. Kriegen wir jetzt mehr raus? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht ist das einfach für stärkere Gegner. Hallo, her damit. So, wir sollten schon mal nachladen. Hier sind ganz viele komische Statuen. Überall verteilt. Was hat es damit auf sich? Also. Wir müssen... Da hinten lang. Ach, da wo dieses Zeichen ist. Dieses Musikzeichen oder was das ist. Ich hoffe nur, dass es echt nicht so schnell dunkel wird. Sieht so aus, als ob es dämmert. Was ist das? Ich weiß es nicht. Okay, Pilze scheinen nicht so selten zu sein. Wir laufen jetzt erstmal. Ich hoffe, wir können auch bei denen irgendwie erstmal kurz unterkommen. Bei dem Händler. Was ist das? Ist das Quarz oder sieht das... Sieht irgendwie anders aus, oder? Warum leuchtet es so? Oh. Das andere Quarz? Nee, oder?
nichts da. Boah, Glück gehabt. Komm, ich esse mir direkt mal ein. Als Belohnung. Das gibt's doch nicht. Autsch. Wo ist das Vieh? Ich bin vorhin nicht getroffen. Aber hier ist mal Ruhe. Das Schöne ist, wir kriegen wenigstens Haut und sowas. Immerhin. Vergiss aber nicht, da kommen jetzt noch mehr. So. Ja, damit. Okay, ich würde sagen, das ist erstmal genug. Schön ist, wir haben echt wieder Fell. Das ist ganz gut, weil wir brauchen jede Menge Riemen. Dann könnten wir eigentlich auch jagen, ne? Ah, das war ja super. Aha. Egal, wenigstens einer. Ach, kriegen wir jetzt Geweih sogar, oder was? Nee. So. Ups. Okay, wir sollten uns echt auf den Weg machen. Da hinten ist was Rotes am Leuchten. Ob das so schlau ist, dahin zu laufen? Oh nein. Autsch. Alles klar. Ist hier noch jemand? Ja. Ich hoffe, das war's jetzt erstmal. Ich wollte eigentlich nur zum Händler, ne? Aber da hat sich irgendwas geöffnet. Fallen. Ich will da noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Das heißt einfach nur, dass es fertig ist. Gut. Ja, warte mal. Ach, da hinten. Ann. Hallo? Hallo? Bleibst du mal stehen? Essenzhändler. Bauen die hier auch was? Ich hoffe, die bauen hier selber auch, ne? Kann es sein? Aber warum habt ihr so komische Texturen? Essenzhändler? Oh, warte mal. Essenzhändler. Einfache Nähbank freischalten. Mit hier bebauten. Dein Dächer, nein. Okay. Nähbank. So, warte mal, wir können doch vielleicht ein bisschen was extrahieren. Und davon finden wir eh ohne Ende. Extrahieren.
Irgendwas Unnötiges vielleicht noch. Ich weiß nicht. Vielleicht noch ein paar Stöcker. Bisschen Fleisch. Gut, dann haben wir 41. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob wir uns davon noch was gönnen können. Wasserflasche. Holzbündel? Nee, ja, nein, nein, nein. So. Okay, obwohl. Man könnte auch Chitin und sowas holen. Tierfasern, Chitin, Bauholz. Erze und so. Aha, nee, nee, nee. Okay, das ist ganz gut zu wissen. Ja. Das ist leider alles zu teuer. Sägetisch. Das ist auch zu teuer alles. Okay, ich muss auf jeden Fall nochmal hier hin. Licht. Einfache Kerze, bla bla bla. Gegenstände, Hammer. Ich würde sagen, wir sparen erstmal. Wir sollten uns ja nur das holen. Können wir auch irgendwie eine Schnellreise machen? Aha. Tatsächlich. Sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz. Ich muss Holz sammeln. Warte mal, bevor wir erstmal Holz sammeln, wir können jetzt einmal die Nähbank setzen. Die hauen wir direkt mal in die Bude rein. So. Sehr schön. Dann machen wir wieder ein paar Fasern, Riemen meine ich. Dann hacken wir ein bisschen Holz, was wir auch unbedingt brauchen. Und beenden damit auch diese Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.